Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Thiele Football zum nächsten Stadionvlog. Letzte Woche hatten wir Schalke ja mal eine Pause gehabt am Wochenende, die sicherlich ganz gut war zum Durchatmen nach der erneuten Pleite gegen Hertha BSC. Nun geht es in die wichtigen Wochen, in die entscheidenden Wochen für unseren Verein, denn wir stehen vor dem Abstieg in die dritte Liga. Natürlich haben wir aktuell noch keinen Abstiegsplatz inne, die sind aber nicht wirklich weit weg und deswegen muss unsere Mannschaft die nächsten Wochen liefern. Heute geht es los in den letzten 8 Spiele mit dem Duell gegen den Karlsruher SC und das wird alles andere als einfach. Aber es ist eine unglaubliche Brisanz da, der Druck ist riesengroß, wir brauchen Ergebnisse und deswegen bin ich echt gespannt, was das heute Mittag geben wird. Also auf geht's vom Sauerland Richtung Ruhrgebiet. Angekommen auf Schalke um 12 Uhr, also wir haben noch gute 1,5 Stunden bis zum Anpfiff, also relativ entspannt heute. Und heute kann ich dank einem Zuschauer, dank David, Grüße gehen da nochmal raus, im Parkhaus beim Medikos parken. Kostet normalerweise, glaube ich, 30 Euro. Ich habe es dank David günstiger bekommen und deswegen die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Und deswegen haben wir nur einen kurzen Weg zur Arena und hier auch eine wunderbare Aussicht. Denn genau hier sind eben dann Schalkes Trainingsplätze. Da hinten ist ja auch die Geschäftsstelle und da haben wir dann das alte Parkstadion. Und hier kommen auch schon einige Schalker Richtung Stadion. Und da gehen wir jetzt auch hin. Und da sehen wir schon unsere schöne Arena bei bestem Sonntagswetter. Endlich wieder hier und dann auch noch mit Stimme. Geil. Denn im letzten Video in Berlin war ja meine Stimme minimal angekratzt. Die hat sich aber zum Glück wieder erholt durch die Länderspielpause und ist hoffentlich genauso gut drauf wie unser Team. Wäre auf jeden Fall wichtig gegen Karlsruhe, die vor 2 Wochen gegen Magdeburg 7-0 gewonnen haben. Der KSC ist das zweitbeste Rückrundenteam und kann dann selber mit dem Sieg nochmal ordentlich anklopfen oben an den Aufstiegsplätzen. Ja, da kommt einiges auf uns zu. Und da sind wir auch schon. Das ging sehr schnell zum Stadion. Geil! Jetzt sind wir gerade ins Stadion reingekommen und heute ist hier unglaublich viel Polizei. Also gefühlt mehr als beim Derby oder sonstiges, also Karlsruhe-Schalke. Ist, glaube ich, eigentlich nichts, was uns irgendwo negativ verbinden könnte. Schon krass, was heute mit der Polizei hier so los ist. Hier haben wir ja auch dann den Haupteingang von der Arena, wo auch immer unsere Spieler reingehen. Ist ja auch ein VIP-Eingang. Ah, schön, wieder Heimspiel zu haben. Stunde vor Anpfiff, die Aufstellung ist da und die ist heute sehr interessant. Kaminski ersetzt Schallenberg in der Innenverteidigung, Brunner spielt rechts hinten für Matriciani, ansonsten Müller, Kallas Mörken hinten drin, Seguin auf der 6er-Position, Kabadai und Ovian bleiben drin, genauso wie Karaman und vorne Keke Top und Simon Terodde. Also Top in der Startelf, Uedraogo erstmal nur auf der Bank. Startelf ist okay, auch wenn die Defensive natürlich schon wackelig ist, aber da fehlen auch einfach dann die Alternativen. Und jetzt sind wir fast einmal rum, Richtung unseren Plätzen. Ich hab Bock. Auch wenn natürlich gestern aus Schalker Sicht schon wieder ein komischer Tag war. Kaiserslautern hat ja gegen Düsseldorf lange geführt, dann doch noch verloren. Braunschweig hat aber gewinnen können, ich glaube sogar 5-0. Und Rostock konnte immerhin verlieren. Also wir sind immer noch 15. statt 14. Heute spielt auch noch Wiesbaden und Magdeburg, die auch nicht weit weg sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wochenende, ein ganz, ganz wichtiger Spieltag. Und wir brauchen Punkte. Und natürlich jetzt erstmal noch ein schönes Pilzken und dann gehen wir rein ins Stadion. Ah. Auf das wollt ihr auf Schalke die wirkliche Auferstehung sehen. Das wäre was. Platz erreicht. Und die Arena ist schon sehr gut voll. Nordkurve gut gefüllt. Und dann schauen wir mal, was es heute gibt. Torhüter sind schon da. Und da hinten ist dann auch der Aufsatzblock vom KSC. Und es gibt Applaus. Der Support ist da.
geht es immer heute um Schalke, um unseren Verein, nicht um einzelne Spieler. Irgendwie gewinnen, Leute. Wir brauchen es dringend. Übrigens war ja das Hinspiel das erste Spiel von Karel Gerards als Schalke-Trainer. Da waren wir ja auch vor Ort bei diesem 0:3. Ja, alles andere als gut gewesen. Hoffentlich wird es heute auf jeden Fall besser. Eine Hinrunde könnte man somit fast sagen. Karel Gerards mit daneben jetzt 17 Spielen ist er Trainer. Ja, und wir sind immer noch im Abstiegskampf. Also die nächsten Wochen müssen Punkte her. Und heute darf das Team am Platz gerne damit beginnen, weil die sind dafür verantwortlich. Das beste Essen auf Schalke ist und bleibt die schöne, scharfe Currywurst. Geil. Traumhaft. Übrigens können Sie mal ja auch mal meinen, dass die letzte Woche auf Schalke ein bisschen ruhiger war durch Länderspiele und es gab noch Testspiel gegen Gütersloh, was ja auch gewonnen wurde. Aber nee, auf Schalke ist immer Unruhe. Matthias Schober ist ja weg, Raphael Tonello wurde dafür geholt. Deswegen ist auch die Hoffnung da, dass Ben Manga doch noch zu Schalke wechseln könnte. Gerald Asamoah wird Schalke im Sommer verlassen. Also die letzten Tage waren auf Schalke, obwohl es keine sportlichen Misserfolge gab, mal wieder sehr turbulent. Und du sagst es mal so schön, das wird heute eine ganz harte Nummer. So wird's. Attacke. Ich habe schon wieder Bock. Hauptsache 3 Punkte. Irgendwie. Okay, es macht langsam Sinn, warum so viel Polizei vom Stadion war. Langsam ergibt alles Sinn. Kreativer Standard, genau sowas brauchst du auch mal. Vernünftig, weiter, komm. Ganz vergessen, heute Schmidt in einem Tipp zu tragen. Schmidt, was sagst du? 3-1 Schalke, heute gibt's noch was Fresse. Oh, okay, 3-1. Nehmen wir. Komm, komm, komm. Guck, 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 guck!
fehlen noch diese ganz, ganz klaren Abschlüsse, wo es mal richtig gefährlich wird. Den brauchen wir und dann müssen wir führen. Da musst du treffen. Und man kann auf jeden Fall nach 45 Minuten sagen, das ist ein gutes Heimspiel. Also sie haben es defensiv im Großen und Ganzen in den Griff bekommen. Und nach vorne waren ein paar gute Gelegenheiten da. Vor allem durch Thomas Aurelian, auch die Rode kurz vor der Pause, die Kopfballchance. Aber du musst halt hier führen. Also wir könnten 1-0 führen, wir könnten 2-0 führen. Die Chancen sind irgendwo da, auch wenn teilweise zu viel klein-klein noch war. Du kannst hier gewinnen, aber du brauchst dringend ein Tor. Dringend, weil wenn Karlsruhe trifft, dann wird schwierig, aber wir können führen. Und ich hoffe, wir werden gleich auch führen. Parallel haben wir auch noch Hannover und Osnabrück in Führung, was für Schalke auf jeden Fall auch ganz gut ist, weil Magdeburg und Wiesbaden ja einen Punkt vor uns sind. Also auch das kann gerne so bleiben und wir müssen eben dann nochmal gerne treffen. Der Spieler kommt zurück und jetzt schnell Tor schießen. Das würde vieles erleichtern. Attacke. Raus aus der Kabine. Komm, komm, komm. Uiuiuiuiui.
Scheiße. Oh. Oh. Stark. Was ist das denn? Komm, Eli! Ja! Doppelwechsel jetzt. Entschuldigung für Kabadei. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Wobei ich lieber mal Oel Raogo sehen würde. Und Brunner ist Platz. Für den kommt Patriciani. Nee. Komm, Henning, zeig's halt. Patriciani! Karlsruhe gerade auf jeden Fall näher dran, als wir sind. Oh! Endlich! 80 Minuten rum, aktuell vom Gefühl her. Schalke stellt sich nur hinten rein. Das ist zu wenig, um zu gewinnen und gefährlich, um nicht zu verlieren. Das ist es. Komm, Aslan! Elfmeter, vielleicht. Es wird zumindest spekuliert und diskutiert. Und es gibt den VAR. Komm. Komm. Und er guckt sich an. Komm, komm. Gib ihn bitte. Komm, bitte, bitte, Elfmeter, bitte. Danke, wieder ganz vorbei. Komm, komm! Keine Elfmeter! Aber ja, typisch VAR, viel Theater und nix. Feierabend auf Schalke und heute mal das Fazit aus dem Stadion heraus. Es ist ein 0:0 gegen den Karlsruher SC. Somit holen wir einen Punkt in den Auftakt der entscheidenden Schalke-Wochen rund um unsere Zukunft des Vereins, denn genau darum geht es in den nächsten Wochen. Und heute war es ein Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Ich fand die erste Halbzeit gut. Da hätte man auch durchaus ein Tor machen können, wenn nicht sogar müssen.
zweite Hälfte fand ich zu wenig. Da konnte man defensiv dann zufrieden sein, dass Karlsruhe nicht ganz so stark war wie sonst schon mal. Und nach vorne war es in der zweiten Hälfte deutlich zu wenig. Deswegen geht der Punktgewinn so auf jeden Fall in Ordnung. Und das Gute ist eben, dass bis auf Braunschweig alle anderen unten verloren haben. Auch gerade parallel haben Wiesbaden Magdeburg verloren, was auf jeden Fall für uns ganz gut ist. Osnabrück hat 3 Punkte geholt, aber finde ich gar nicht mal so schlimm. War dafür immerhin dann Wiesbaden und Magdeburg nicht ganz so weit wegziehen. Oder besser gesagt, dass alles unglaublich eng bleiben wird. Aber wir brauchen Siege. Wir brauchen Siege, Siege, Siege. Und die braucht auch jetzt endlich mal auswärts. Nächste Woche geht es für uns alle nach Hannover. Dort werden tausende Schalker sein. Und da brauchen wir einen Sieg. Ich hoffe, das wird gelingen. Ich hoffe, euch hat der Vlog auch ohne Tore gefallen. Lange kein 0-0 mehr gesehen. Ich glaube, letztes Jahr diese 4 Spiele in Folge 0-0 gegen Gladbach, Wolfsburg, Union und Köln. Da haben wir selbst mal 0-0 noch hier auf Thiele Football gesehen. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Vlog gefallen hat. In dem Sinne, bis nächste Woche. Hannover gegen Schalke. Macht es gut, Schaum. Und bleibt am Ball. Tonight, what a time to be alive, just you and I.